Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden Sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Klasse. Ich wusste nicht, dass wir es einfach noch aktivieren müssen. Yay. Hat man hier denn nicht mal eine Sekunde Ruhe? Das musste ja noch sein. Hallo Freunde. Da treffen müsste man. Na komm. Oh hallo, was wollen Sie denn hier? Machst du noch deinen Wurf oder... Ja, danke. Hat ja gedauert. Zack. Was machst du, Junge? Mann, 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 Mann. Mal wieder aus Versehen auf G gedrückt statt auf F. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht aus Versehen den Scan aktiviert hier. So, Freunde. Typ, magst du noch? Danke. Irgendwie wollte er gerade nichts mehr machen. Ach, da ist noch einer. Siehst du mal. Ein Gesalbter. Ja, lass dich woanders salben, nicht hier. Mir das nur ein? Oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Relic-Tech finden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Möglich, möglich. So, wir sammeln wieder fröhlich von den Leichnamen ein. Bisschen Leben kann ich schaden, falls wir denn welches verloren haben. Offenbar nicht. So, allzu viel scheint es ja nicht zu geben, was wir hier irgendwie einsammeln können. Na dann, auf zum Nomad und weg hier. Wir haben schließlich noch einen weiteren Turm. Ja, so, ich muss sagen, das Rätsel war jetzt nicht so mein Ding. Strahlenbelastung über dem Normalwert. Ja, ich weiß. Das Rätsel war jetzt nicht so unbedingt mein Ding, weil ich erstens kein großer Sudoku-Fan bin. Und zweitens sind diese Glyphen auch ziemlich uncool gewesen. Also, die ließen sich jetzt nicht so wahnsinnig gut unterscheiden, muss ich mal so sagen. Diese Technologie auf Habitat 7 hat den Planeten also verändert? Wir haben noch nicht alle Antworten. Von der Nexus sollten Sie auch keine erwarten. Sie erhielt ein paar Berichte, dann sind die Ketten aufgetaucht. Da war keine Zeit, fremdartige Tech zu studieren. Ja. In einer solchen Situation ist es vermutlich das Klügste, sich erstmal auf die Typen zu konzentrieren, die auf einen schießen. Wow. Gut, auf zum zweiten Turm. Der ist ja zum Glück direkt nebenan. Das passt doch sehr gut. Und dann wiederholen wir das ganze Spielchen nochmal. Ketteinrichtung aus. Was? Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Die werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. Ja, ist mir egal. Kriegen wir hin. Ja, lass das Vieh mal ein bisschen fliegen hier, genau. Achtung, Cat! So, kann ich das denn hier... Ja, ich kann es mir anschauen, wenn ich nicht gerade beschossen werde. Das wollte ich nochmal ganz kurz gemacht haben. Okay, Stück nach vorn. Hallo? So, ganz in Ruhe zielen, dann kommen wir da auch vorwärts. So, dann gehen wir mal hin zum Gesalbten. Das hat sich für den dann auch erledigt. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, dass wir ja auch genug Deckung finden. Okay, die sind ziemlich weit weg, wie es aussieht. So, aus die Energie. Ich glaube, für den hat sich's erledigt. So. Okay, weiter geht's. Na, aber Freundchen,
Was wollen Sie von mir? Bitte verziehen Sie sich doch. Du ebenso. Und Feierabend. Noch einer? Ach, siehst du mal, von da drüben. Aber zielen habe ich heute nicht so, wie es scheint. So, seine Schilder haben sich verabschiedet. Dann gehe ich mal selbst vorbei. Zack. Warum Verstärkung? Wussten Sie, dass wir hier sind? Möglich. Okay, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Jetzt haben wir ja endlich wieder Ruhe. Keiner, der sonst was für uns hat, was wir zu einsammeln könnten? Nein? Na gut. Keine relevanten Daten? Ah, okay. Immer fröhlich scannen. Kann nicht schaden. Kann ich da drauf gehen? Oh ja, in der Tat. Das sieht aber auch sehr spannend aus hier unten. Ich würde sagen, den Energiegenerator machen wir mal aus. Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Okay. Krogana. Was sonst? Wer sind Sie? Drack, sehr schön. Andromeda-Initiative. Wir wollen keinen Ärger. Behaupten Sie. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Oh, bitte, Drax, Schluss damit. Ventra, was machen Sie denn hier? Ich gehöre zum Pathfinder, diesem Pathfinder. Ventras Freunde sind auch meine Freunde. Nennen Sie mich Ryder. Drax, Nakmor Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Korgana nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Nakmor Clan habe ich schon mal gehört. Der Typ ist sehr sympathisch, muss ich sagen. Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Cats sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht. Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Cat-Basen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was sie können. Schön ist es nicht. Drak, wir könnten jemanden wie Sie gebrauchen. So verlockend das ist, Vetra. Ich bin ein bisschen zu alt, um mich im Kampf um Menschen zu kümmern. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Cat hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Cat werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Ein sympathischer Kerl. Gut, und wir wissen, dass wir jemanden haben, der auf unserer Seite steht hiermit. Das ist doch auch ganz nett. So, den wollten wir nochmal kurz scannen hier natürlich. Und dann schauen wir mal, was das hier für ein Ding überhaupt ist. Offenbar nichts Interessantes. Ich meine, das sieht so aus, als ob es sehr wichtig wäre. Aber scheinbar doch nicht. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir hier drin nochmal kurz. Sind das hier Cat-Utensilien oder... Doch, wahrscheinlich, ne? Warte mal, die nicht von den Cat? Die nicht von den Cat stammt. Oh, okay. Hm, seltsam. Schauen wir uns mal das Terminal an.
Abgefangene Notizen. Nur der Titel dieser Nachricht lässt sich eindeutig übersetzen. Der Rest ist eine Mischung aus Cat-Schrift und Notizen, die in eine Milchstraßensprache verfasst wurden. Die Cat haben offenbar Forschungsaufzeichnungen einer unbekannten Quelle abgefangen. Einige Bruchstücke nur aus Spaß darauf geschossen. Es könnte stundenlangen Dauerbeschuss verkraften, ohne auch nur einen Kratzer abzubekommen. Diese Beobachter haben angefangen aus dem Shuttle. Das Zeug ist schwerer, als es aussieht. Ohne Biotik hätte ich jetzt ernsthafte Probleme. Letztes Mal ist es mir voll auf meinen wieder meine Sensoren umgeworfen, um Deckung zu suchen. Diese knochigen, weißen Arschlöcher sind nicht... wer das wohl war? Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowohl PB als auch Drake gewesen sein könnten. So, Forschungsergebnisse. Nur der Titel dieser Nachricht lässt sich übersetzen, der Rest ist in Cat-Schrift verfasst. Um sie wirklich verstehen zu können, wären weitere Sprachstudien erforderlich. Ich glaube, das wird noch kommen. Ich denke mal, spätestens im zweiten Teil werden wir die wohl ziemlich gut verstehen können, dann denke ich mal. Da werden die Translatoren dann wahrscheinlich gut genug sein und genug Materialien gesammelt haben, um die verstehen zu können. So, noch Komponenten, okay. Diese Komponente hat eine Sicherheitsmarkierung für Anlage 2. Sieht aus, als hätten sie hier ein Spezialprojekt gehabt. Suchen wir den Rest. Aha, okay. Warum nicht? Terminal. So, schauen wir uns erstmal die Nekropsie an. Nur der Titel lässt sich eindeutig übersetzen. Cat-Schrift, ohne weitere Sprachstudien, bla bla. Teilübersetzung, niedere Spezies, gewöhnlich und Entsorgung. Na, herzlichen Glückwunsch. Ein Feldlog, Pathfinder. Ausgegeben an patrouillierende Cat. Ich brauche keine Übersetzung, um zu wissen, wann ich einem Monster zuhöre. Erweitere Sprachendatenbank. Ah, sehr gut. Also je mehr wir von denen hören, desto mehr wissen wir dann auch wahrscheinlich. Er wurde gefoltert. Davon hat niemand auf der Nexus auch nur ein Wort gesagt. Wir wussten, dass wir einige Leute verloren haben, Ryder. Aber niemand hat uns gesagt, dass sie zurückgelassen wurden. Ich frage mich, wie viele da draußen sind. Zu viele. Lexi, aktualisieren Sie die Unterlagen der Nexus über Anton, Darren T. und schicken Sie ein Bergungsshuttle hier raus. Gute Idee. Falls er Familie hat, verdient sie es, einen Abschluss zu finden. Sie verdient mehr als das. Wir werden zu Ende bringen, was er angefangen hat. Wenn die Familie denn mitgekommen ist, ansonsten ist die Familie schon lange tot, wenn sie noch auf der Milchstraße ist. Oder in der Milchstraße. Das ist sowieso irgendwie bizarr, wenn man so dran denkt, alle Leute, die sie zurückgelassen haben in der Milchstraße, sind mittlerweile schon lange tot. Es sei denn natürlich Azari, aber selbst eine Lyra, die 1000 Jahre leben kann, die ist schon in einem ganz betagten Alter mittlerweile. Die ist schon eine Matriarchin mittlerweile, ne? Also, da ist schon einiges an Zeit vergangen. So, versuchen wir uns ja auch nochmal. Okay. Suchen wir nach diesen Glyphen. Mal wieder. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Oh, danke für den Hinweis nochmal. Ich hab's ja noch gar nicht gerafft bisher. So, hier drüben haben wir diesmal direkt was zum Klettern. Müssen wir gar nicht erst was aktivieren. Auch gut. Na, bleibst du wohl oben. So. Ah, das war nix, aber passt schon. Wir kommen hin. Da haben wir es doch auch schon. Eine Glyphe zum Mitnehmen. Haben wir noch eine da drüben? Nee, ne? Sieht nicht danach aus. Tja, ich weiß nicht, ob wir jetzt... Wir brauchen noch eine zweite, okay. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Oh, hier sind wir schon wieder außerhalb des gesunden Bereichs. Dann bleibe ich mal hier drinnen, glaube ich. So, da ist nix. Dann müssen wir wohl irgendwie da rüber, oder? Schätze ich mal. Wäre wohl das naheliegendste vielleicht? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Erstmal runter. Na, möchtest du... Achso, du kannst nicht springen, wenn du den Scanner anhast, wa? So, schauen wir nochmal. Ne, geht auch bloß die eine Leitung ab, ne? Das ist die, die darüber führt. Okay, dann gehen wir mal dahin. Hat sich das doch schon geklärt? Hier haben wir also den zweiten. Ja, ist okay. Kann ich mit leben.
Aber das ist doch der, auf dem ich gerade auch schon war, oder? Oder ist das ein anderer? Ne, ist ein anderer, okay. Alles klar. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Wunderbar. Und dann auf zur nächsten Runde Glyphen-Sudoku. Oh, diesmal ohne. Das finde ich nett. Gut gemacht, Ryder. Erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit... etwas im See? Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. Und ich dachte, wir wären fertig. Ha. So viel dazu. So, dann machen wir uns mal auf zum Nomad. Ich will mal Marco sagen. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass das Ding anders heißt. So, vielleicht könnten wir auch zu Fuß gehen. Ich weiß es gar nicht. Aber es ist vielleicht besser, wenn wir erstmal den Nomad holen. So, den Behälter öffnen wir natürlich gerne noch. Wir lassen nichts zurück. Scannbare Sachen scannen wir. So, wo muss ich denn? Da drüben muss ich hin. Okay. Ich war mir jetzt gerade nicht ganz sicher. So, legen wir mal einen Zahn zu hier. Habe ich auch schön geparkt vorhin, um ein Schild direkt zu haben. Okay, auf nach unten. Aber er kann doch ganz gut Gas geben, ne? Wenn ich mir vorstelle, dass wir den dann noch ein bisschen verbessern können. Könnte ganz witzig werden. Und die Cats sind auch schon da. Petra, was ist los? Die seufzen die ganze Zeit. Wirklich? Tut mir leid. Sid hat angerufen und gefragt, ob ich ihr einen Timer, Medigel und 15 Paar Socken besorge. Das kann nichts Gutes bedeuten. Was? Ich frag gar nicht nach, keine Ahnung. Alle erwischt. Wen habe ich erwischt? Kampfbereit machen! So, dann machen wir es doch mal hier rüber. Ich hoffe, hier kommt keiner, während wir an der Konsole rumspielen. Ja. Was kommt aus dem See? Die Tech ist auch unterirdisch. Mal sehen. Yay. Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts. Kommt noch was oder... Nein, ich glaube, das war's. Ah, okay, sehr nett. Wow, es bildet sich eine Brücke. Wenn das keine Einladung ist, hoffentlich ist sie sicher. Wie ist sie denn hier hingekommen? Ach, sie hat einen Shuttle. Na sowas. Ja, warum auch nicht? Gut, folgen wir ihr. Was soll schon schief gehen? Warte, Pipi. Oh. Ein neues Gebiet. Gut zu wissen. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Quatsch, was mache ich denn? So, ich glaube, brauche ich hier irgendwas? Eigentlich nicht. Ich glaube, mit Vetra und Cora kann ich auch weitergehen. Das sollte ganz gut passen, glaube ich. Bin eigentlich ganz zufrieden mit den beiden. Machen wir es einfach weiter so. Klar. Nomad brauche ich nicht anpassen, der ist jetzt sowieso nicht dabei. Weiter geht's. Girl Power. Nein, nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie ihr Pathfinder-Ding. Okay, erledigt. Oh, Sie sind gut. Mhm. Ich habe gar nichts gemacht. Da geht's ganz schön tief runter. Richtig tief. Der Luftdruck kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Pibi. Das hier ist der Vordereingang. Was? Wir springen mal. Wir werden sehen. Hey!
Was soll schon schief gehen? Es funktioniert wie ein Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Na, was haben wir denn hier? Sieht wie ein Bunker aus oder ein Gewölbe. Wie Sie es auch nennen. Die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Und wie kommen wir wieder raus? Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. Wer weiß. Sollten wir uns wahrscheinlich später erst drum Gedanken machen. Das ist zwar nicht das, wonach wir suchen, aber wir sollten es trotzdem erfassen. Passen Sie auf Ihre Finger auf. Da könnten Fallen sein. Die Scans zeigen keine Ahnung. Verlassen Sie sich nicht darauf. Den Fehler habe ich auch schon gemacht. Da. Sehen Sie das? Das könnten Daten sein. Oder zumindest Fragmente. Oh, haben Sie was entdeckt? Die gesamte Technologie hier ist mit Element Zero durchsetzt. Stellen Sie sich nur vor, welche technischen Fähigkeiten dafür nötig sind. So, schauen wir mal, was wir hier finden können. Ich denke, dieser Gravitationsschacht funktioniert auch in die andere Richtung. Dann haben wir einen Ausgang. Ja, das hoffe ich doch. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, oder? Nicht, bis wir die Steuerung für den Atmosphärenwandler gefunden haben. Naja, wenn die Relikte es nicht benutzen. Machen wir es doch. Warum auch nicht? Knöpfe sind zum Drücken da. Der Energiefluss ist minimal. Ich bezweifle, dass es den Atmosphärenwandler in Gang gesetzt hat, aber... Pathfinder, unter dem Boden wurde eine Leitung aktiviert, durch die jetzt Flüssigkeit strömt. Sie könnte ein Notstromsystem versorgen. Ihr Scanner müsste Ihnen weitere Einzelheiten liefern. Gut, schauen wir uns um. Ich schaue nur noch mal kurz in der Ecke. Was auch immer sie ist, sie führt aus dem Raum. Das nehmen wir noch mit. Wer auch immer diese Komponenten hierhin verfrachtet hat, das frage ich mich immer wieder. Gerade an solchen Orten, die eigentlich verschlossen sind. Kein Anzeichen von irgendwelchen Cat. Vielleicht kommen sie nicht in das Gewölbe rein. Sie aber schon. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich Glückspilz. Yay. Ja, schauen wir es uns mal ein bisschen näher an hier. Ich konnte einen Satz rekonstruieren. Auslesen, um Zugang zu erhalten. Diese Konsole ist mit Anlagen an der Oberfläche verbunden. Dann muss sie den Atmosphärenwandler steuern. Da sind keine Glyphen. Es sieht inaktiv aus. Oder abgeriegelt, wie das meiste hier. Die Leitung führt zu dieser Konsole und von dort aus tiefer in das Gewölbe hinein. Wenn wir ihr folgen, könnte sie uns also zum Ursprung der Systemabriegelung führen. Das hast du ja ganz intelligent deduziert. Diese Datenmuster-Dinger sind unglaublich. Wenn ich richtig liege, kann jedes von ihnen hunderte Zettabyte speichern. Es okay. Gibt ganze Spezies, die mit weniger auskommen. Das ist viel. Deutlich sehr viel. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Noch ein Gravitationsschacht und... Das ist neu. Was ist das? Ein Machtsymbol? Ein Schlüssel? Wir könnten endlos über die Relikte spekulieren, aber was wir brauchen, sind Fakten. Mal sehen, was ich über dieses Prachtstück herausfinden kann. Vielleicht hier entlang. Zu dem, was diesen Ort abriegelt, geht's da lang. Ich arbeite am besten allein. Sie bringen das Gewölbe in Gang, ich untersuche das Artefakt und wir finden gemeinsam raus, was es mit diesem Ort auf sich hat. Wenn du das Bedürfnis hast, von mir aus verzieh dich. Gute Idee. So kommen wir deutlich schneller voran. Sehen Sie, ich wusste, Sie sind clever. Ich bin auf Frequenz 145,8. Passen Sie auf sich auf. Solange hier alles abgeschaltet ist, kann ihr ja eigentlich nicht viel passieren, oder? Solange es abgeschaltet ist. Der Gravitationsschacht ist abgeriegelt. Da kommen wir nicht durch. Genau genommen bezeichnet Gravitationsschacht den Gravitationseffekt einer großen Masse im Weltraum. Dies hier ist eher ein Schacht mit variabler Schwerkraft. Okay. Mach eine Notiz für unsere Asari-Freundin. Und für uns, falls wir das alles irgendwann mal erklären müssen. So, wir können natürlich einfach den, Blabla. Sieh mal einer an. Es gibt keinen Weg hindurch und keine Interface-Schnittstellen.
Sam, behalt das für später im Kopf. Ich würde sagen, wir folgen einfach mal der Leitung am Boden. Was groß anderes bleibt uns sowieso nicht übrig. Ich glaube, mit dem Ding können wir momentan noch nicht so viel anfangen. Kommt noch.